Die Deutsche Bahn hat zu einem Pressetermin eingeladen. Hören wir doch mal, was der Bahnchef zu verkünden hat. Das größte Modernisierungsprogramm für unsere Fahrzeugflotte gestartet. Bis 2030 werden wir mindestens 19 Milliarden Euro in neue Fahrzeuge investieren, in den Ausbau und die Modernisierung der Flotte. Sigrid Nikutta wird Ihnen erstmals in dieser Form den Cargozug der Zukunft vorstellen, mit neuer Zweikraftlok, die sowohl mit Ökostrom als auch mit klimafreundlichem Biokraftstoff betrieben werden kann, mit modularen Güterwagen. Die Deutsche Bahn bzw. DB Cargo stellt den Vectron Dual Mode vor. Er wird zukünftig die alten Dieselloks ablösen. Denn er kann beides, elektrisch und mit Diesel fahren. Das kann der Kollege jetzt per Knopfdruck ändern. Und er muss aber dafür aussteigen. Dafür hat er diesen Bauchkasten. Denn das ist eine Lokomotive, die auf der Strecke ist. Das heißt, der Führerstand ist vorne. Sie kennen unsere alten Rangierloks, wo der Führerstand in der Mitte ist, dass man nach vorne und hinten gucken kann. Das kann man mit diesen Loks nicht. Deshalb steigt der Kollege aus und rangiert dann damit. Mit einem modernen Baukasten und sieht genau, was er macht. Ladegüter verändern sich. Und hier sehen Sie, ich steige mal hoch, dann sieht man das besser, obwohl ich kaum zu erkennen bin, von Rot auf Rot. Ne? Rot auf Rot. Also, hier sehen Sie die neue Gattung der Güterwagen. Und zwar sehen Sie zwei fast identische Güterwagen. Der erste und der zweite. Dort vor hinten sehen Sie einen Güterwagen, der für den Holztransport vorbereitet ist. Hier sehen Sie einen klassischen Containertragwagen. Wenn wir hier lang gehen, sehen Sie hier die Schrauben. Das sind die Schrauben, die eine unterschiedliche Länge ermöglichen. Hier sehen Sie, dieses Stück ist relativ kurz. Bei dem Holzwagen sehen Sie, das gleiche Stück ist ungefähr doppelt so lang. Bei privaten Unternehmen ist der Vectron Dual Mode bereits im Einsatz. DB Cargo hat aber weit über 100 Vectron Dual Mode Light bestellt. Warum nicht die stärkere Version? Wir haben hier das genommen, was wir brauchen für unsere Zwecke. Das ist fein austariert, weil sie natürlich immer den Spagat haben zwischen Gewicht und Leistung an der Stelle. Und wir brauchen eben auch noch den Platz und das Gewicht für das Dieselaggregat in dieser Lokomotive.